So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Computergrafik. Wir haben jetzt in dieser Woche das Thema OpenGL. Und bevor ich mich hier blamiere, dachte ich, nehmen wir lieber unseren ausgewiesenen OpenGL-Experten. Timo Baudon, einige von Ihnen kennen ihn ja als Tutor, hat seine Bachelorarbeit schon mit OpenGL geschrieben und seine Masterarbeit, da sitzt er gerade dran, hat wieder im Zentrum OpenGL, also denke ich, kann es nur gut sein, wenn er selbst hier mal das Ruder übernimmt, insbesondere weil er nämlich im Lehramtsmaster studiert, das heißt, wir haben hier auch noch einen ausgewiesenen Pädagogen vor uns und ich glaube, die Kombination Expertise und der Wunsch, ein Lehrer zu werden, prädestiniert ihn für diese beiden Vorlesungsstunden. Herr Baudon. So, dann vielen Dank erstmal. Als Lehrer ist man, glaube ich, nicht gewohnt, in so einem Raum zu stehen mit Mikrofon, aber ich gebe mein Bestes. Gut, dann auch erstmal schönen guten Morgen von mir. OpenGL ist heute das Hauptthema. WebGL werden wir auch noch einen kleinen Ausblick starten. Wir gucken, wie weit wir kommen und legen einfach mal los. Grundsätzlich erst noch ein paar organisatorische Punkte. Die Übung am Freitag findet nicht statt. Das liegt an privaten Gründen von mir und es wird auch keinen Ersatz geben. Also alles, was wichtig ist für das Arbeitsblatt, wird dann quasi am Donnerstag besprochen. Des Weiteren zum OpenGL-Übungsblatt wird OpenGL 3.0 oder höher notwendig sein, genauso wie die Shading Language 1.5. Welche Version ihr habt, wisst ihr entweder selbst oder in dem Übungsblatt befindet sich ein ausführbares Programm. Das liest dann eure Grafikkarte aus und daran seht ihr dann auch, welche Version ihr quasi habt, beziehungsweise welche Shading Language. Die Grafikkarten, die verbaut sind im ZIP-Pool, die habe ich durchgetestet, die funktionieren soweit mit den Anwendungen. Da haben wir einmal eine GeForce 9300, die so ein bisschen Oldtimer ist und eine GeForce GTS 450, die auf jeden Fall auch ein bisschen was kann und absolut ausreichend für das ist, was wir eben programmieren wollen. Genau, und im besten Fall läuft es dann so, also das Skript läuft dann quasi über eure Grafikkarte und gibt euch dann aus, welche Grafikkarte ihr habt, den Hersteller und ja, die OpenGL-Version, die maximal implementiert ist, genauso wie die Shading Language. Und ja, das Gedöns da unten, das werden wir im Laufe der Vorlesung kennenlernen. Im schlechtesten Fall sieht es dann so aus, dass ihr eine knallrote Fehlermeldung kriegt, dass der OpenGL-Kontext nicht gestartet werden konnte. Das liegt dann einfach daran, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel mit Notebooks arbeitet, dass ihr möglicherweise eine mobile und eine festverbaute Grafikkarte habt, dann müsst ihr mal schauen, welche die leistungsstärkere ist, dann könnte das wiederum funktionieren. So war das zumindest bei mir immer. Ansonsten bleibt nichts anderes übrig, als dann ja, die Grafikkarten im ZIP-Pool zu verwenden. Da läuft es auf jeden Fall. Was, um sämtliche Motivation und das Funkeln in den Augen gleich ein bisschen zu reduzieren, was in der Vorlesung an diesen zwei Tagen nicht möglich sein wird, ist, dass wir ja, irgendwas Geniales rendern, wie zum Beispiel so ein Autorennspiel mit Lichtreflexen, Schatten und allen möglichen Pipapo. Das wird nicht möglich sein. Ebenso wenig wird es möglich sein, dass wir die Fußball-WM detailgetreu nachstellen. Aber was wir, wie gesagt, probieren wollen, ist, dass wir die Grundsteine dafür legen. Und da kommen euch die Objekte auf jeden Fall ein bisschen bekannt vor. Und auf jeden Fall, diese Darstellung wird auf jeden Fall nach den zwei Tagen absolut möglich sein. Und wer letztlich einen Würfel und eine Kugel zeichnen kann, der kann prinzipiell auch ein Auto zeichnen. Denn die Datenstrukturen, die dahinter hängen, die fassen die Daten genauso auf, ja, ob es ein Auto ist oder ob es ein Flugzeug ist oder ob es eine Kugel ist. Das spielt dann keine Rolle mehr. OpenGL zur Definition. OpenGL ist eine API für Rastergrafik, stellt dann einen gewissen Funktionsumfang eben bereit und ist prozedural angeordnet. Das heißt, wir implementieren unsere Algorithmen selber und die laufen dann nacheinander durch, prozedural wie gesagt. Ist hardwarenah, da wir direkt auf der Grafikkarte arbeiten. Wir schicken direkt die Befehle, also OpenGL schickt direkt die Befehle, die wir initiieren, an die Grafikkarte und führt die dort aus. Das heißt, wir arbeiten wirklich direkt an der Hardware. Es ist Plattform-, Betriebssystem-unabhängig und sprachunabhängig. Das ist, sage ich mal, ein Ziel von OpenGL, dass es möglichst breite Nutzerschaft erreicht. Und was man gleich vorwegnehmen muss, ist, die Spezifikationen variieren pro Version. Das heißt, damals bei 1.0 war noch nicht so viel möglich, jetzt mit 4.4, was im Kommen ist, ist sehr viel möglich. Das heißt, man muss immer darauf achten, welche Versionierung man vor sich hat. Dementsprechend variiert nämlich ganz stark der Funktionsumfang. Genau, OpenGL ohne jegliche Versionierung ist erstmal nur die Open Graphics Library, also die sagt noch nicht so viel aus. Wirklich interessant wird es wirklich, wenn
eine Versionierungsnummer dahinter steht. Und die Anwendungen, die wir halt programmieren, beziehungsweise welche Version wir dazu brauchen, das ist einfach nur OpenGL 3.0 Core Profile. Das heißt, da hat auch in der Geschichte letztlich das erste Mal OpenGL wirklich angefangen, so dass man es gut verwenden konnte. Verwandte APIs zu OpenGL ist einmal OpenGL ES, also for Embedded Systems. Da ich das Hauptaugenmerk eigentlich eher auf Smartphones und Mobile Devices und OpenGL ES ist eben nur eine Teilmenge von OpenGL, da eben ja auf dem Smartphone ganz klar keine Hochleistungsgrafikkarten eingebaut sind und dementsprechend muss auch der Funktionsumfang runtergesenkt werden, dass auch dort performant programmiert werden kann. Dann einmal WebGL, darauf werden wir dann später explizit kommen, das ist quasi so ja, die Webversion von OpenGL, das auch im Browser in Echtzeit 3D gerendert werden kann. Und dann haben wir noch OpenCL, was nicht direkt zusammenhängt mit OpenGL, aber jede Menge Features hat, die in die parallele Programmierung entarten, sage ich mal. Also Partikelsysteme können dadurch dann wirklich performant dargestellt werden. OpenGL an sich, wenn man sich jetzt diese ganzen APIs mal in Interaktion, also die hängen ja alle zusammen, allein durch den Funktionsumfang, und wenn man sich das mal als großen Stammbaum anschaut, dann ist OpenGL ES eine Teilmenge von OpenGL und ja, spricht wie gesagt eben Mobile Devices an, Smartphones, Tablets und so weiter und besitzt den Funktionsumfang von OpenGL, aber allerdings nur in der Version 2.0. Das heißt, alles, was bis Version 2.0 vorhanden ist, das kann OpenGL ES. Und da herrscht rege Interaktion. Des Weiteren, wenn wir OpenGL und OpenGL ES fusionieren, dann landen wir bei WebGL. Dazu muss natürlich auch noch HTML5 dazukommen, weil wir ja irgendwie einen Kontext im Internet freischalten müssen. Wir können nicht einfach GL Render sagen und dann rendert er uns ein Bild, sondern wir brauchen da noch so ein paar Features, die HTML5 mit sich bringt. Und deswegen brauchen wir HTML5 und entsprechend die JavaScript-Bindings, die WebGL zur Verfügung stellt. Das heißt, alles, was wir quasi in Java, in C++, in C programmieren würden, wenn wir OpenGL nutzen, dafür brauchen wir dann JavaScript um WebGL anzusprechen. Genau, und da schaffen wir dann, wie gesagt, 3D-Inhalte im Web und dazu eben später mehr. Dann haben wir OpenCL, wie besprochen. Da kann dann High-Performance Computing, paralleles Programmieren und spezielle visuelle Effekte erzielt werden, die CPU und GPU vollkommen, sage ich mal, auslasten würden. Und da die Grafikkarte dennoch auf parallele Prozesse ausgelegt ist, schafft eben OpenCL da eine performante Anbindung an die Hardware, sodass wir eben das möglich machen. Anwendungsbeispiele von OpenGL sind ganz klar Videospiele, aber auch die Medizin macht sich dem Standard auf jeden Fall eher zunutze, gerade in Bezug auf zum Beispiel in Schwangerschaften, dass man dann zum Beispiel ein 3D-Bild vom Embryo irgendwie kriegen kann, da ist OpenGL mit dabei, aber auch Rekonstruktion von Skeletten in der Archäologie, dass man eben dann sich mal vorstellt, wie der Ötzi vielleicht ausgesehen hatte und so weiter. Da wird OpenGL auch interessant. Anwendungsbeispiele für WebGL an sich, das sind wie gesagt Sachen auf Mobile Devices. Hier ein kurzer Einblick auf die Bachelorarbeit von mir, wo es einfach darum ging, einen Automobilkonfigurator ins Web zu bringen mit enorm viel Daten, was erstmal nicht so trivial ist, da wir halt auch eine gewisse Latenz im Internet haben, was eine Menge von Daten angeht. Und OpenCL ist zum Beispiel ein sehr praktikables Beispiel, dass man zum Beispiel Filter Anwendungen macht, zum Beispiel in Photoshop, dass man so einen Sobel-Filter, der Kanten entdeckt, irgendwie implementiert. Da ist OpenCL eben ganz interessant, weil für jedes Pixel wirklich dann ein Prozess gestartet wird und da eben hochgradig parallelisiert gearbeitet werden kann. Und, wie gesagt, Partikelsysteme, jetzt gucke ich gerade mal, dass ich es ans Laufen kriege, dass man zum Beispiel, Schwarmsimulationen oder Partikelsimulationen oder prinzipiell eben, wenn man das Weltall zum Beispiel simulieren will, wo es ja jede Menge Sterne gibt und so weiter, dass man das dann performant programmieren kann. Gut. Ein bisschen zur Entwicklungsgeschichte, auch ganz interessant. Am Anfang 1992 wurde OpenGL von Silicon Graphics initiiert und dann betreut durch das OpenGL ARP, das Architecture Review Board. Das ist ein Zusammenschluss von jeder Menge IT-Unternehmen, Konzernen von damals. Und wie einem vielleicht auffällt, ist hier Microsoft mit dabei, aber wer irgendwo ein bisschen in der Szene drin ist, weiß, dass Microsoft ja eigentlich an DirectX arbeitet. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt 1992 war das eben noch nicht der Fall und Microsoft war hier noch Teil
dieses Review Boards und hat mit an OpenGL entwickelt. 2006 ging irgendwann Silicon Graphics pleite und wurde dann von der Kronos Group übernommen, also das Projekt an sich wurde übernommen. Was mit Silicon Graphics passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und diese Kronos Group ist ebenfalls ein Zusammenschluss von einer Vielzahl an IT-Konzernen aus allen Bereichen, die am OpenGL-Standard, ebenso WebGL-Standard, weiterarbeiten. Ja. Genau, das sind so die Unternehmen, die in der Kronos Group vorhanden sind. Und man sieht hier schon, dass hier aus verschiedenen Bereichen eben Unternehmen angesiedelt sind. Nvidia aus dem Grafikkartenbereich, AMD und Intel, die eher auf Prozessoren aus sind. Und das sind prinzipiell nicht unbedingt Firmen, ja, die sich irgendwie mögen, aber die müssen halt irgendwie miteinander auskommen, weil die einen halt immer bei der aktuellsten Hardware dabei sein wollen, die anderen wollen bei der aktuellsten Technologie mit dabei sein, die anderen wollen zusehen, dass ihr Code immer weiter auf jeden Fall praktikabel anwendbar ist. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass es halt eine ganze Weile dauert, bis eine OpenGL-Version letztlich dann irgendwo auf die Menschheit losgelassen wird, und weil die müssen sich halt alle irgendwie einig werden. Wenn man sich das in der Entwicklungsgeschichte anschaut, dann haben wir am Anfang von 1992 OpenGL 1.x, das hat sich dann rege weitergeführt, wo es die erste fest konfigurierbare Pipeline gab. Und an der Stelle muss man gleich intervenieren. Die Graphics-Pipeline hier in OpenGL ist eine andere als die Viewing-Pipeline, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Also die Viewing-Pipeline ist quasi integraler Bestandteil der Graphics-Pipeline. Das heißt, immer wenn hier Pipeline irgendwo, wenn der Begriff fällt, dann ist immer die OpenGL-Graphics-Pipeline gemeint. Ab 2004, da war dann eine ganze Weile Zeit dazwischen, weil sich Entwicklung getan hat, kam die Version 2.0, die als erstes programmierbare Stages irgendwo angebietet hat. Davor war alles fest in Hardware gegossen. Man konnte letztlich keine Algorithmen großartig selber implementieren, sondern musste damit leben, dass es einen Befehl GL Projection gab und hat da die orthogonale Matrix eingebaut, und dann wurde ja ganz klar einfach nur dann das gerendert, aber man konnte keine großartigen individuellen Sachen mit einbauen. Was aber eben genau zu dem Zeitpunkt eben wurden dann programmierbare Stages eingefügt, das heißt, wir konnten Vertex und Fragment Shader selber implementieren. Was das im Einzelnen ist, werden wir gleich noch sehen. Und die feste Pipeline blieb aber parallel dazu bestehen. Also wer die verwenden wollte, konnte weiterhin daran arbeiten. Dann war 2004 der Cut, wo es dann richtig mit OpenGL losging, also so wie wir das heute kennen und so wie wir heute auch programmieren. Diese ganzen Legacy-Funktionen, die wurden entfernt, also dass man nicht mehr sagt irgendwie GL-Point und dann hat man einen Punkt gesetzt, sondern das läuft jetzt alles sehr individualisiert ab. Man kann die meisten Stages selber programmieren, und ja, der Faktor an Freiheit und Aufwärtskompatibilität hat hier regen Zuwachs genommen. Und dann gab es nochmal einen Cut, in dem dann der Fokus eher auf den Shadern lag, was letztlich ein Shader ist, da kommen wir noch dazu. Was sich aber an OpenGL 3.2 nicht großartig geändert hat, ist eben der Funktionsumfang. Das ist alles so auf dem Level von 3.1 geblieben. Des Weiteren kam dann 2010 OpenGL 3.3 und 4.0 relativ zeitgleich auf den Markt. Und einziger Zuwachs ist eben da Tessellation. Das ist möglich, dass man eben, je näher man an einem Polygon oder an ein Mesh von Polygonen drankommt, umso eher kann man das dann auch hochauflösender darstellen. Das ist eben der Begriff Tessellation. Das wurde da eben sehr anwendungsorientiert und performant einimplementiert. Und die Zusammenarbeit zwischen OpenCL, die bis dahin relativ getrennt zu OpenGL lief, wurde hier verbessert. OpenGL 4.3 hat dann auch noch ein paar zusätzliche Shader. Die plattformübergreifende Texturkompression wurde noch eingeführt, was aber jetzt hier für unseren Vorlesungsumfang nicht notwendig ist, dass man sich das merkt. Und die Stabilität an sich der Anwendung wurde nochmal ins Auge gefasst. OpenGL 4.4, die aktuellste Version, welche auch noch die aktuellsten Grafikkarten letztlich verwendet wird, ermöglicht halt nochmal, dass gezielt mehrere OpenGL-Kontexte angesprochen werden können, nicht nur einer, der wirklich dann gesetzt ist, und dass man noch mehr Freiheit hat über die Buffer, wie die und wo die im Speicher platziert werden. Dann die Hardware, und das ist eigentlich ganz interessant zu sehen, ist grundsätzlich immer etwas weiter vor dem Standard, was eben daran liegt, dass es eben, wie gesagt, ein großes Konsortium hinter OpenGL hängt, und das dauert dann eine Weile, bis die ihren Standard durchsetzen, aber die Hardware war schon immer quasi weiter fortgeschritten als die Versionierung, die letztlich auf dem Markt war. Und so war es halt eben, dass die Nvidia GeForce 3 2001 schon Vertex und Fragment Shader kam, wobei aber erst 2004 OpenGL 2.0 auf den Markt kam, was das als Standard quasi letztlich erst freigeschaltet hat. Die GeForce 8800 hat dann OpenGL 3.3 schon...